Lasset uns beten. Hallo zusammen. Das wird heute ein etwas längeres Video, weil viel passiert. Ich habe einiges Videomaterial aus den letzten Wochen geplant. Jetzt ist der 15. Mai, wo ich das Video drehe jetzt. Ich will heute die Felder vorbereiten und auch auspflanzen. Ich erzähle euch in dem Video dann noch, welche Sorten, welche Gemüse allgemein ich da aussehe. Und ja, ich hoffe, das Wetter hält sich. Es ist eigentlich Regen gemeldet. Vor allem ab 15 Uhr soll es losgehen. Es ist jetzt 10 Uhr, das heißt, ich kann ein bisschen was schaffen. Gucken wir mal. Da der Nachbar Platten zu verschenken hat, weil er sich neue Wege machen lässt. Das sind so große, ich glaube fast 1,50 m oder so. Die wollte ich dann hier verlegen statt der 30x30, weil ich einfach das Gefühl hatte, die würde ich gerader hinbekommen. Natürlich hätte ich dann auch wieder ein bisschen mehr Beet weg. Ich gedacht, gute Idee, nimmst du mit. Und als ich die dann schleppen wollte, da ist mir klar geworden, die 30x30 sind doch viel besser. Ich habe mir jetzt aber die Kantsteine trotzdem mitgenommen. Ich hoffe, dass ich das halbwegs ordentlich hinbekomme. Ich mache mich da jetzt mal ran. So, jetzt hole ich mir von hier noch Sand. Hier habe ich ja noch so einen kleinen Haufen. Erde. So, ich habe mir ein paar Bretter besorgt, schon vor längerer Zeit. Und ich möchte jetzt gern oben diese, ja, wie nenne ich das, Windschutz, was auch immer. Einfach eine Holzverlattung möchte ich hier entlang legen.
Ja, ich war gerade dabei, die Lichterkette aufzuhängen. Oh, eher provisorisch als was anderes. Und auch damit bin ich überhaupt noch nicht zufrieden. Ich zeige euch das mal aus einer anderen Perspektive. Das, ja, ein Dreieckstuch unter so ein viereckiges, so eine viereckige Terrassenüberdachung bringt es halt nicht so ganz. Ist halt auch erstmal irgendwas. Das wird nicht so bleiben, denke ich. Ja, und da habe ich gedacht, weil ich mit der Lichterkette halt hier nicht weiter rumkomme, weil ich ja erst hier den Anbau fürs Gewächshaus schon mal vorbereiten muss, habe ich gedacht, mache ich doch da weiter. Gut, dass ich noch so einen Schlagbock habe. Es geht gerade noch so. So ein kleines Beet doch Arbeit macht. So, der Bereich ist jetzt erstmal gesichert. Das heißt, hier können heute die Tomaten rein. Und ich mache jetzt bei dem Himbeerbeet weiter. Da sollen nämlich die Physalis rein. Ich gebe zu, hier habe ich es nicht ganz so ordentlich gemacht, aber da sollen jetzt auch die dicken Physalis dann gleich rein und die kämpfen sich da schon durch. Die sind ja schon ein bisschen größer als das Unkraut. Dann muss ich hier beim Baumstamm noch den Platz für die Passiflora vorbereiten. Mache ich auch schon mal ein kleines Löschen. Und dann geht es weiter zu den Brombeeren, die sind auch ganz schön eingekesselt wieder. So, jetzt kommt das Ding dran. Ich dachte erst, weil es so groß ist, habe ich da ein bisschen Angst vor, aber letzten Endes ist es ja gar nicht so viel Unkraut wie auf diesem kleinen gerade. Das war ja richtig krass durchwurzelt. Jetzt hier angefangen, schon mal die Ecke, da den Buchsbaum so ein bisschen rauszurupfen, weil ich da ja noch eine Passiflora reinsetzen will. Meine Güte, das alles hier wegzumachen, das plane ich ja, weil so alles vom Zünsler zerfressen ist. Das wird ein Kampf, das wird so ein Scheißkampf. Jetzt kommt die Passiflora rein. Ich habe schon Hornspäne und Urgesteinsmehl reingegeben. So, eine Passiflora habe ich noch und dann kommen die Physalis. Mal gucken, ob das was wird. Ja, als nächstes die Physalis und ich hole noch mal schnell Wasser, bevor ich es vergesse. Ich muss alles angegossen werden. Zu den Gurken. Vorgebirgstraube und dann diese, wie heißt die denn noch, die mexikanische Minigurke.
Jetzt kommen die Saatkartoffeln rein. Ich denke, man kann eine Veränderung sehen. Es ist noch nicht perfekt. Vor allem das hier ist auch immer noch das Vorbeet. Der Buchsbaum, der muss raus. Aber das ist nochmal ein Kampf für sich. Das wird irgendwann mal gemacht. Ja, Pflaumenbaum. Ich habe ein ganz paar kleine Blüten gesehen, aber irgendwie tut sich da nichts. Kirschbaum dagegen hat sehr stark geblüht. Den haben wir jetzt mit Stangen fixiert, damit der jetzt mal gerade hochwächst. Der ist ja ganz weit nach vorn geknickt zum Weg hin. Da sieht man eine Zucchini. Und was da hinten so kümmerlich wächst, was heißt kümmerlich, ist ja Quatsch, wächst gut. Das sind Radieschen. Und hier habe ich jetzt endlich meine Passifloren hingepflanzt. Eine hier und eine da. So, eben rübergehen. Ja, die will hier noch nicht so ganz. Mal gucken. Vielleicht kann sie sich so festhaken. Viele kleine Kirschen. Also für die Größe von dem Baum, glaube ich, ist das eine gute Menge. Und hier, wenn man hier nochmal guckt, ich weiß auch nicht, ob der irgendeine Krankheit hat. Ob das überhaupt was mit dem wird. Also ich finde auch keine Fruchtansätze oder Blüten, die vorwelkt sind. Erbsen schießen schon vereinzelt aus dem Boden. Hier habe ich eine Reihe Grünkohl gepflanzt und die Furchen, da liegen Kartoffeln drin. Habe ich so ein bisschen tiefer noch gelassen, damit man das noch gut anhäufeln kann. Da habe ich ein kleines Experiment gewagt. Da sind Linsen drin, und zwar Beluga-Linsen. Mal gucken, ob das was wird. Hier vorne habe ich Mais eingepflanzt. Da ist nicht so optimal. Hier vor dem Kirschbaum. Ist aber auch einfach nur mal ein Versuch. Das ist übrigens Zuckermais. Und hier habe ich Sonnenblumen angepflanzt. Ja, das Beet sah auch noch nie so gut aus. Hier haben wir verschiedene Tomaten. Einmal zwei, wie heißen sie noch, San Marzano. Ja, genau. Hier rechts die zwei, das sind Ananastomaten. Dann ist hier noch einmal Basilikum mit drin und dann eine Berner Rose, ein Rio Grande und noch eine Art, ich guck mal eben, Brandywine. Mal gucken, was das wird. Ja, ich muss da noch Schnüre ziehen, um die zu befestigen, aber jetzt können sie sich noch so halten. Ja, hier ist nichts speziell dazugekommen, außer hier, wie heißen die denn noch? Hortensien, glaube ich, drei Stück. Ein paar Blumen haben wir auch einfach drin gelassen. Hier, ich weiß nicht, was das hat, vergiss mal nicht oder so. Und ja, hier ist noch ein kleiner Hügel, der abgetragen werden muss. Das mache ich aber heute nicht mehr. Ich war jetzt 9 Stunden hier. Timo hat mich unterstützt. Ja, da hat wahrscheinlich eben ein Eichhörnchen eine Haselnuss vergraben. Lasse ich jetzt spaßeshalber auch mal eben wachsen. So, da
dann gehen wir mal weiter. Ja, die Hochbeete jetzt mit dem halbwegs geraden Weg davor. Das sieht auch schön aus, finde ich. Hier wächst immer noch Gras durch. Habe ich letztens schon was weggepflückt. Hier weiß ich gerade nicht, ob es Schnittlauch wird oder ob es einfach nur Unkraut ist. Ich kann es nicht sagen. Die Erdbeeren, die wachsen auch ganz gut. Hier und hier und, Moment, hier und hier habe ich jetzt jeweils Kapuzinerkresse eingepflanzt. Da ist bisher noch nichts drin und hinten, die sind noch komplett leer, auch auf der Seite. Da muss ich noch neue Teichfolie oder Gewebeplaner so reinmachen. Weiß ich noch nicht, was ich mache. Genauso muss hier noch das Voliergitter dran, aber noch sind die Erbsen ja klein genug, das geht auch so. Hier habe ich jetzt eine Vorgebirgstraube eingepflanzt, einfach weil ich in den Kübeln vorne nicht mehr genug Platz hatte. Da will ich mal versuchen, ob die sich vielleicht da runterrankt, dass man da ein bisschen was ernten kann. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, hier die Erbsen, noch mehr Erbsen. Die sollen da auch runterranken. Das hatte ich ja schon mal versucht, das hat ganz gut geklappt. Auch hier Petersilie und Dill. Weiß ich nicht, ob da irgendwas von Petersilie bzw. Dill ist oder ob es alles nur Unkraut ist. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich da überhaupt was eingepflanzt habe. Ich werde mich überraschen lassen. Ja, hier. Also dieser Eingang hier, beziehungsweise wir haben es immer als Eingang genutzt zur Terrasse. Das wird bald nur noch hierüber passieren. Das soll alles mit Holz noch zugemacht werden, so auf eine gewisse Höhe. Und dann hier vielleicht sogar nochmal Fenster rein oder so. Das weiß ich aber noch nicht. Das Problem ist, hier haut der Wind immer volle Kanne durch. Das mag im Sommer vielleicht angenehm sein, wenn man dann mal einen Windstoß hat. Aber ja, immer dann, wenn es nicht warm ist, zieht es da kalt durch wie Hechtsuppe. Deswegen mal schauen. Wird natürlich auch alles noch gestrichen. Ja, hier habe ich Vorgebirgstrauben und zwei mexikanische Minigurken. Oh, fängt an zu regnen. Sollten wir mal schneller machen. Ja, das ist Zeug, das eigentlich, das sind Honigmelonen. Und da sind nochmal zwei Tomatensorten. Und zwar die gelbe Johannisbeere oder irgendwie sowas. Also Tomate. Und da habe ich habe mir das mal irgendwie aufgeschrieben. Ich weiß es aber nicht. Das soll aber auch so eine buschige werden. Aber so wie die da gerade liegt, das verheißt, glaube ich, nichts Gutes. Oh, ich glaube, die hat es weggeknickt. Schade. Ich glaube, die ist gebrochen. Naja, ich werde sehen. Von einer Patientin, da habe ich eine Aloe Vera bekommen. Die haben die damals von, ich weiß nicht mehr, was er sagte, Madeira oder so, mitgenommen. Vor 15, 20 Jahren oder sowas. Das ist ein Ableger davon. Ich hoffe, die kann hier auch ein bisschen was machen. Wie gesagt, auch hier die Melonen und so, das soll alles ins Gewächshaus. Das Gewächshaus, ich habe hier jetzt schon mal den Rahmen gebaut. Von dem Pfosten bis zu dem Pfosten soll das Gewächshaus gebaut werden. Das soll nach hinten darunter gehen. Dauert aber wohl noch eine Weile, weil hier genug anderes zu tun ist. Und deswegen habe ich übergangsweise ein Foliengewächshaus, was ich aber eben auch einfach noch nicht geschafft habe aufzubauen. Da hoffe ich, dass da Feuerbohnen rauswachsen, die ich gepflanzt habe. Da habe ich so ein kleines Gerüst gebaut. Ich finde es auch ganz schön hier jetzt mit dem Segel. Na, das sieht noch ein bisschen provisorisch aus, aber auch mit den Lampen hier. Das macht, glaube ich, schon was aus. So, hier habe ich jetzt nochmal Dill gepflanzt und Basilikum. Dill, Basilikum. Da ist meine Zitronenverbene jetzt reingekommen. Die Lilie Potter, die mein Opa mir geschenkt hat letztes Jahr. Die treibt richtig geil aus. Salbei, Thymian, Eberraute bzw. Kohlakraut, Pfefferminze, die richtig krass schon wuchert. Und da ist Rosmarin mit dem Kackgartenzwerg, da habe ich schon überlegt, den so weit einzubuddeln, dass nur noch die Mütze rausguckt. Dann sieht es wenigstens aus wie ein Haufen Hundescheiße. Kann man ja auch ertragen. Wildblumenwiese, aktueller Stand. Da wächst sehr viel. Ich
weiß aber nicht, ob das größtenteils Unkraut ist oder das Kraut, also die Blumen, die ich tatsächlich gesät habe. Das kann ich einfach nicht einschätzen, da kenne ich mich nicht aus. Das wird man sehen. Aber im Zweifelsfall kommen da halt viele Brennnesseln hoch, was ja auch für Schmetterlinge toll ist und für diverse andere Insekten. Übrigens sind die Hochbeete jetzt von beiden Seiten komplett umzäunt. Das habe ich auch die Tage, die letzte Lücke, die war da hinten, das habe ich jetzt auch noch fertig. Außerdem sind keine Paletten mehr da. Unter der Plane da ist der Pool. Ja, die ist ja auch ein Geschenk gewesen von der Patientin. Das ist dieser Strunk hier, die Himbeere. Ja, ist gut was nachgeschossen. Und hier, oh, ich hoffe, die schaffen das. Die lassen echt den Kopf hängen. Das sind die Physalis, die ich noch eingepflanzt habe. Und hier habe ich noch die dritte Passionsblume hingepflanzt, von der ich hoffe, dass die irgendwann in ein paar Jahren diese kurz hässliche Stange verdeckt hat. Ja, ansonsten, dieser Urwald, der bleibt ja so, wie er ist. Das möge ja alles ein Insektenparadies werden. Hinter dem Zaun ist dann ein Menschenparadies. Da drin sieht man noch meine Maracuja-Pflanzen und ein paar andere Exoten, die ich jetzt quasi, ist ja fast wie ein Gewächshaus. Der Pflaumenbaum, ja, auch hier muss ich sagen, man sieht wohl, wenn man genau hinguckt, ein paar verblühte Blüten, das sieht man jetzt aber hier schlecht. Ich bin gespannt, ob der dieses Jahr irgendwas trägt. Ansonsten muss ich mir echt mal Gedanken machen, ob man den wegmacht. Ich weiß es nicht. Die Brombeeren habe ich auch freigeräumt. Ja, ich glaube, das Vogelhaus ist leider nicht bezogen. Ich habe aber auch die Tage nicht viel drauf geachtet. Also es ist auch echt noch genug zu tun. Es ist jetzt zwar ausgepflanzt, das heißt Gartenarbeit besteht jetzt dann bald nur noch aus hier und da mal gießen und Unkraut zupfen wie verrückt, den Boden lockern. Mal mulchen, wenn ich nächstes Mal Rasen schneide, werde ich alles mulchen. Aber das kann man ja auch erst machen, wenn die Pflanzen wirklich auch ein Stück rausgucken. Gut, bei den Tomaten und so kann ich dann schon starten. Ja, hier unter der Terrasse muss noch richtig viel gemacht werden. Einmal hier, auch hier zieht es wie Hechtsuppe. Da will ich ein Brett durchlegen, dass das komplett zu ist von der Seite. Das Brett soll dann runtergehen bis zur Wasserrinne, zur Regenrinne. So, dass der Regen da trotzdem noch rein kann. Ja, hier soll eben auch, wie ich schon sagte, das soll wie so eine Veranda hier werden, ne? Komplett zugemacht, so dass hier nur so Sehschlitze. Und dann muss ich mal gucken, zumindest hier würde ich gerne tatsächlich sogar eine Scheibe oder sowas reinsetzen, weil es da eben so zieht. Und hier kann man dann einfach nochmal gucken, ob man dann nochmal Vorhänge oder sowas sich organisiert, dass man das alles zuziehen kann für ein bisschen Privatsphäre. Hier soll dann auch oben, also oben sind ja schon die Bretter, unten soll das auch fortgesetzt werden, nur mit einer kleinen Tür oder vielleicht einer Stelle, die frei bleibt als Eingang. Da weiß ich noch nicht genau wo. Und hier nach hinten hin, wie gesagt, das wird sowieso alles geschlossen sein, weil da das Gewächshaus mit Eingang zum Gewächshaus ist. Das wird zugemacht komplett, würde ich sagen. Und hier muss ich auch mal gucken, ob ich das hier vielleicht plus das hier so ein Stück komplett zu machen, dann kann da der Grill hin, ohne dass da der Rauch so großartig reingeht. Oh, das wird man sehen. Achso, hier sieht man noch die, irgendwie habe ich heute Wortfindungsstörung, die Weintraube, die meine Mutter mir geschenkt hat, die hat es aber irgendwie nicht gepackt. Ich habe die noch eine ganze Zeit lang stehen lassen, in der Hoffnung, dass man was austreibt, aber es sieht nicht danach aus. Ja, und ja, wie schon gezeigt gerade, im Grunde genommen alles hier hinterher. Hier dann Gewächshaus, aber dann da weiter, auch hinterm Pool her und so, das soll alles noch Blumenbeet werden, nochmal ein schönes Beet, da gucke ich dann. Das wird aber was für nächstes Jahr, das heißt, da kann ich mir da direkt zum Herbst hin Sträucher aussuchen, vielleicht noch viele weitere Beeren, vielleicht sogar ein paar kleine Bäumchen oder so, das weiß ich noch nicht. Ja, und hier, Lütteich, der kommt da rein, das möchte ich eigentlich zum Sommer auch gerne mit meinem Sohn zusammen machen. Und natürlich die Terrasse. Also ich habe mal mit einem Kollegen schon mal gesprochen. Der hat mir auch diese Haarbalken da gesetzt, dass die auch wirklich in Waage sind, dass das alles gerade ist. Der hat das halt drauf und da überlegen wir, ob man vielleicht hier tatsächlich noch eine Holzterrasse hinlegt. Aber erstmal, zumindest diesen Sommer, denke ich, wird man sich hiermit behelfen. Da das hier ja alles vollkommen unnötig versiegelte Fläche ist, denn da will keiner mehr rein.
Die Tür bleibt zu, weil der Eingang ja jetzt da ist. Auch hier ist bald kein Reinkommen mehr, weil bald zugemacht wird. Das heißt, das hier ist alles vollkommen über. Aber wenn ich das hier frei mache und ein Beet daraus mache, dann ist das Problem, wohin mit den ganzen Steinen? Und ich weiß auch nicht, was das mit der Hütte macht, was die Stabilität angeht. Beziehungsweise ich müsste es halt ein bisschen überstehen lassen. Das sieht dann bei den Steinen auch wieder kacke aus. Deswegen habe ich überlegt, da kommt einfach alles mit Pötten zu. Dann mal schauen, was ich da noch alles reinsetze für Pflänzchen. Genau so, das kann man zum Abschluss nochmal sagen. Ich habe ja, wo habe ich es jetzt versteckt? Da, das sind ja noch mal diese Hängerampeln. Da habe ich auch die Stangen noch für. Die würde ich auch gern hier oben überall verteilen, dass man da noch mal Erdbeeren reinsetzt. Vielleicht sogar noch ein paar Erbsen, die da raushängen. Also ein paar Naschtöpfe quasi noch mal. Ja, und das ist der aktuelle Stand. Ich finde, wir haben toll was geschafft. Ja, und ich halte euch auf dem Laufenden.